Tag Leute und willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Und das sieht doch echt schon schön aus hier, oder? Da fährt ein gelber Bus her. Gelber Bus erinnert mich an Folgendes, und zwar erinnert mich das daran. Wieso ziehen so viele Menschen aus? Das verstehe ich nicht. Warum tut ihr das? Lass das doch. Nicht genügend Kunden. Beim ruhigen Eckladen. Du wohnst doch direkt im Wohngebiet. Was möchtest denn du, bitte? Kannst du mir das mal erzählen? Nicht genügend Kunden, du. Hier ist doch... Nein, hier ist... Da ist Wohngebiet. Fahr da hin. Da habe ich doch sogar ganz viele Busse. Und hier ziehen ganz viele Leute aus. Und das gefällt mir ganz wenig. Und hier wollen ganz wenige Industrietypen hin. Aber das ist ja nicht so wild. Was mache ich denn jetzt mal? Zieht die Straße auf jeden Fall mal weiter hier an der Küste entlang. Jetzt sind die mir böse da, weil ich die Straße weitergezogen habe. Hier mal ein bisschen Gewerbe noch und dann Wohngebiete. Ah, jetzt ist der schon wieder mit seiner Landwirtschaft, ey. Dass er sich beschwert, dass ich Landwirtschaft mache. Was möchtest du denn eigentlich? Ach genau, Farbe. Busse. Ich weiß wieder Bescheid. Da ist ein blauer Bus. Gib mir den gib mir die Lines Overview. Einfach eine Linie rauslöschen. Das ist stark. Buslinie 6. Buslinie 6 ist diesejenige da. Die hier, oder? Ist die neue. Die mache ich dann mal. Linie 4 hat so ein merkwürdiges Gelb. Das gefällt mir nicht. Du kriegst jetzt ein vernünftiges Gelb. Da. So, aus Gelb. Der vernehmen bei die meisten Leute. Mehr als mit der Buslinie 2. Der Buslinie 3 fahren auch noch mehr. Buslinie 6, du kriegst jetzt Orange. 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 Die fährt hier lang, ne? Da ist sie. Buslinie 6. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier ziehen sie auch ein. Und hier ziehen sie auch ein. Ach ja, das ist doch fantastisch. Hier ist die Buslinie 4 unterwegs. Die gelbe. Und hier beschweren sie sich wegen dem Müll. Gas für den Müllabfuhr. Damit die sich mal darum kümmern. Und hier fehlen Arbeiter. Ja, ich wollte ja versuchen, die Buslinie da irgendwie reinzuziehen, aber das ist mir ja echt misslungen. Muss ich einfach mal so sagen. Ziehe ich jetzt halt die gelbe Linie hier noch eine Haltestelle rein. Da auch. Freut euch alle, ihr habt eine Haltestelle bekommen. So. Noch ein paar Haltestellen. Für die vielen tollen Busse. Weg sind. Hier ist Stau. Das gefällt mir nicht. Es liegt ja an der vielen Müllabfuhr, die hierher fährt. Weil die hier ja alle rein und raus müssen. Weil ich die Müllabfuhr... Wo ist die Müllabfuhr überhaupt?
Also der Stau hier gefällt mir jetzt aber gar nicht. Das ist ja zum größten Teil die Müllabfuhr. Unser Pat Horstis. Aber größtenteils ist nur die Müllabfuhr. Das heißt, ich muss die Müllabfuhr umsetzen. Geht das? Da ist die Müllabfuhr. Dann setze ich das Ding mal. Kann ich die Jungen schieben? Das ist aber ziemlich blöd. Dass die Müllabfuhr da ist, das ist echt nicht gut. Dann baue ich mal jetzt irgendwo anders die Müllabfuhr. Da ist die echt nicht gut aufgehoben. Ich setze mal hier einfach hin. Müllabfuhr, was ist da? Nachbarschaftsladen. Ja, da kann ich leider nichts gegen machen jetzt, aber... Die Müllabfuhr muss hier raus. Dann schalten wir das Gebäude mal ab. Lafayette-Residenz. Gut gebildet. Haben wir jetzt eigentlich schon die Uni? Ne, die kriegt man bei 7000. Und bei 7000 kriegt man unglaublich viel. Das ist echt stark. Aber hier muss noch eine Grundschule hin. Ganz, ganz dringend. Deswegen brauche ich da noch eine Grundschule hin. Wie sieht es mit der Oberschule aus? Da bedarf es auch noch einer neuen. Die stellen wir da. Neue Oberschule und eine neue Grundschule. Steht hier auch immer. Ja. Nee, aber hier irgendwo steht. Da ist auf jeden Fall die neue Oberschule. Verbesserung im Gange. Hier hinten ist wieder ein Arbeiterproblem. Das gefällt mir nicht. Und weil mir das nicht gefällt, mache ich jetzt hier Platz für neue Arbeiter. Das direkt neben dem Industriegebiet ist aber keine Situation. So. Kommt, zieht ein. Geht da vorne arbeiten. Als Overview. Danke. Idee. Fahren denn die meisten Leute? Die bestbefahrenste Linie ist die Linie 4. Wo fährt denn die 4? Wo fährt die 3? Wenn ich das einmal kurz wissen darf. Die 4 fährt doch hier unten. Da ist die 4. Hatte ich auch noch das Fenster. Also. Orange ist die 6. Die 4 fährt hier unten lang. Da lang. Da brauchen wir Wasser. Wasser. Kein Aufstand. Wenn die kein Wasser kriegen. Aber hier oben haben wir das Müllproblem wieder. Wir reden gekriegt. Hier wird das dann auch bald funktionieren. Wir haben jetzt das Arbeiterproblem, aber da habe ich ja schon gegen angesteuert. Warum die Linie 3 jetzt da oben lang fährt, weiß ich nicht. Aber das ist ja relativ egal. Aber unsere Stadt wächst.
immer noch niemand an. Und ich werde trotzdem schon in Buslinie 5 rum. Naja, egal. Wir fahren ja auch hier. Das schadet ja auch nicht. Wenn jemand einen Bus herfährt, noch einer. Nebenbei habe ich hier unten jetzt keinen Bus mehr, ne? Ne, wo ist die? Da ist die erste Haltestelle. Oder die letzte, wie man es möchte. Dann füge ich hier noch eine Haltestelle hinzu. Von der Buslinie 5. Was von ihr? Ja, ist klar. Ist klar. Bestimmt, da brauchen sie Wasser. Wasser kommt. Wassermarsch. Wasser kommt. Und hier fehlen die Kunden. Aber. Naja, ich meine. Die Arbeiter fehlen da. Da möchte ich ja hiermit schon gegenwirken. Ich nehme mal die falsche Straße gebaut, aber das ist jetzt, glaube ich, für das eine Mal auch nicht so tragisch. Hier habe ich, glaube ich, auch die falsche Straße genommen, oder? Ne, hier habe ich sogar die richtige gebaut. Das ist ja schon mal schön. Und hier hinten soll ein bisschen tourismusmäßig was hin, an den Strand. Später mal. Scheint ja auch noch wegen Müll, aber hier ist der Müll jetzt. Ja, hier ist noch ein Haus. Wo ist der Müll anstapeln oder sonst? Passt das auch wieder? Und deswegen will ich einfach mal sagen, war es das für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann einen Daumen nach oben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und ciao.